Wenn Sie aus Ihrer privaten Vorlage, die Sie im letzten Videotutorial erstellt haben, einen Serienbrief basteln möchten, können Sie dies nun, nachdem Sie alle Vorbereitungen getroffen haben, ganz einfach und schnell realisieren. Was Sie jetzt noch tun müssen, ist zum einen die Datenquelle in das Dokument, das auf Basis der Vorlage erstellt wurde, einzubinden. Danach legen Sie den Brieftext fest, der für alle Empfänger gleich sein soll. Erst jetzt definieren Sie die unterschiedlichen, also variablen Brieftextbestandteile der einzelnen Empfänger. Dies geschieht über die Einbindung von Seriendruckfeldern und falls erforderlich über bestimmte Regeln, die Sie ebenfalls noch in Ihren Brief integrieren können. Jeder Datensatz aus der Datenquelle steht dann später für einen erstellten Serienbrief. Haben Sie, so wie hier nachher in unserem Beispiel, 5 Empfänger, entspricht dies folgedessen also 5 Datensätzen. Und das wiederum bedeutet 5 separate Serienbriefe. Hört sich komplizierter an, als es tatsächlich ist. Okay, legen wir los. Legen Sie in einem neu geöffneten leeren Dokument zunächst eine Tabelle mit 6 Zeilen und 6 Spalten an. In der ersten Zeile geben Sie in den entsprechenden Spalten Folgendes ein. Anrede, Vorname, Name, Straße, PLZ und Ort. Achten Sie bei der gesamten Eingabe aber auf jeden Fall darauf, keine überflüssigen Leerzeichen einzugeben. Ansonsten kann es passieren, dass Ihr Serienbrief am Ende nicht funktioniert. Dies gilt auch für die nachfolgenden Zeilen, die Sie jetzt eingeben. In der zweiten Zeile geben Sie folgenden Datensatz ein. Herrn, Hans, Dampf, Gassenhauer, 22, 72270, Bayersbronn. Speichern Sie die Datenquelle nun beim jetzigen Stand ab und benennen Sie diese anschließend mit einem aussagekräftigen Namen. Hier im Beispiel heißt die Datenquelle Einladung Freunde 40er-Feier DQ. Vervollständigen Sie dann die Tabelle, so dass diese dann am Ende so aussieht. Speichern Sie auch hier wieder den finalen Stand der Datenquelle über die gleichnamige Schaltfläche im Menüband ab und schließen Sie dann dieses Dokument. Um ein Dokument auf Basis der im letzten Video angelegten Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf Datei, Neu, Meine Vorlagen und dann doppelt auf den Namen der Vorlage. Speichern Sie am besten auch hier gleich den momentanen Stand des Dokumentes. Geben Sie also diesem Dokument einen, wie schon vorher bei der Datenquelle, aussagekräftigen Namen. Hier im Beispiel benennen wir diese Datei mit dem Namen Einladung Freunde 40er-Feier HD. Das Verknüpfen der Datenquelle ist notwendig, damit die variablen Textbestandteile, wie beispielsweise die einzelnen Adressen der Empfänger, später dann auch als jeweiliger Serienbrief ausgegeben werden kann. Das Verknüpfen funktioniert relativ einfach. Klicken Sie auf das Register Sendungen und danach in der Befehlsgruppe Seriendruck starten, auf die Befehlsschaltfläche Empfänger auswählen. Da Sie schon eine Datenquelle erstellt haben, ist der zweite Eintrag vorhandene Liste verwenden, in unserem Fall der richtige. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfeld die Datenquelle, die Sie vorher erstellt haben, aus und öffnen Sie diese im Anschluss daran über die gleichnamige Schaltfläche. Dass die Datenquelle auch tatsächlich eingebunden ist, erkennen Sie unter anderem daran, dass die Befehlsschaltfläche Empfängerliste bearbeiten nicht mehr abgeblendet dargestellt wird. Klicken Sie auf diese Schaltfläche
öffnet sich das Dialogfeld Seriendruckempfänger und Sie sehen unten Ihre Empfängeradressen. Hier können Sie beispielsweise Empfänger per Mausklick in das entsprechende Kontrollkästchen ausschließen oder auch wieder hinzufügen. Sie haben hier in diesem Dialog außerdem noch wesentlich mehr Möglichkeiten zur Feinjustierung Ihrer Serienbriefe. So können Sie hier zum Beispiel sortieren, filtern, Duplikate suchen und so weiter. Selbst die Datenquelle an sich können Sie bearbeiten und gegebenenfalls auch noch aktualisieren. Für all diese Möglichkeiten sollten Sie jedoch schon sehr versiert im Umgang mit dem Thema Serienbriefe sein. Im Augenblick sind wir hier aber fertig. Deshalb schließen Sie das Dialogfenster einfach über die OK-Schaltfläche. Jetzt schreiben Sie die festen Textbestandteile mit all den dazugehörigen Absatz- und Zeichenformatierungen. Diese gelten dann für alle Empfänger. Der Brief könnte dann anschließend so aussehen. Speichern Sie wieder den aktuellen Stand ab. So, nun geht es daran, die variablen Bestandteile in den Brief einzubauen. Dafür setzen Sie den Cursor in die fünfte Zeile des Empfängerblocks. Jetzt benötigen Sie zunächst das Seriendruckfeld Anrede. Rufen Sie dieses im Register Sendungen, Befehlsgruppe Felder Schreiben und Einfügen über die Befehlsschaltfläche Seriendruckfeld Einfügen auf. Auf diese Weise integrieren Sie noch die Seriendruckfelder Vorname, Name, Straße, PLZ und den Ort in den entsprechenden Zeilen. Schalten Sie, um sich die Ergebnisse besser anschauen zu können, die Vorschau ein. Blättern Sie oben über die Navigationsschaltflächen durch die einzelnen Datensätze. Sie haben 5 Datensätze. Das ergibt nachher, wie schon mehrfach angesprochen, wenn Sie den Seriendruck zusammenführen, folgedessen auch 5 Serienbriefe. Was fehlt jetzt noch? Klar, unten in der Anredezeile fügen Sie noch das Seriendruckfeld Vorname ein. Das machen Sie auf die gleiche Weise wie oben im Empfängerblock. Wenn Sie sich jetzt die einzelnen Briefe, also Datensätze, genauer anschauen, sehen Sie jedoch noch einen kleinen Fehler. Auch bei Frauen steht, dass diese noch ihre Freundin mitbringen können. Hier soll aber bei Empfänger, die weiblichen Geschlechtes sind, stehen, dass diese ihren Freund mitbringen können. Um diese Kriterien zu erfüllen, setzen Sie in Word 2010 eine Wenn-Dann-Sonst-Bedingung ein. Entfernen Sie aber, bevor Sie dies gleich anschließend tun, den Text im Absatz, welcher augenblicklich noch für beide Geschlechter gilt. Achten Sie auch darauf, den Cursor dann zwischen den beiden gesetzten Leerzeichen zu setzen. Nun können Sie über das Register Sendungen, Befehlsgruppe Felder Schreiben und Einfügen und nachfolgendem Klick auf die Schaltfläche Regeln die erforderliche Wenn-Dann-Sonst-Bedingung aufrufen. Im erscheinenden Dialogfeld lassen Sie unter der Rubrik Feldname das Listenfeld Anrede so eingestellt, wie es ist. Auch unter Vergleich belassen Sie den Eintrag auf Gleich. Bei Vergleichen mit geben Sie nun Frau ein. Bei dann diesen Text einfügen, schreiben Sie in das Eingabefeld deinen Freund. Und bei sonst diesen Text einfügen, deine Freundin. Wenn Sie nun mit OK bestätigen und sich anschließend das Hauptdokument und damit auch die einzelnen Datensätze anschauen, werden Sie feststellen, dass alles wunschgemäß so funktioniert hat, wie Sie dies gerade über die Wenn-Dann-Sonst-Bedingung eingestellt haben.
Eigentlich könnten Sie nun direkt Ihre erstellten Serienbriefe über Ihren Drucker ausgeben. Dies funktioniert per Klicks auf das Register Sendungen und Fertigstellen und Zusammenführen. Danach wählen Sie einfach den Befehl Dokumente drucken aus dem aufgeklappten Menü aus. Im Dialogfeld Seriendrucker und Drucker wählen Sie dann, ob alle Datensätze oder der aktuelle, also der im Hintergrund aktive, oder bestimmte Datensätze, die Sie über die Navigationsschaltflächen vorab einsehen können, gedruckt werden sollen. Wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben und anschließend auf die Schaltfläche OK klicken, öffnet sich das Drucken-Dialogfeld. Hier brauchen Sie dann nur noch gegebenenfalls Ihren Drucker einstellen und den Ausdruck anschließend über die OK-Schaltfläche starten. Möchten Sie hingegen, und das ist meist die bessere Wahl, die Serienbriefe in ein Dokument ausgeben, wählen Sie nach Klick auf Fertigstellen und Zusammenführen einzelne Dokumente bearbeiten. Auch hier können Sie, wie vorher beim direkten Drucken auch, wieder die gewünschten Datensätze auswählen. Hier im Beispiel belassen wir die Option Alle eingestellt. Wenn Sie nun mit OK bestätigen, werden die Serienbriefe als ein einzelnes Dokument ausgegeben. Das erkennen Sie oben in der Titelleiste mit der Vergabe des vorläufigen Namens Serienbriefe 1. Zur Archivierung speichern Sie das Dokument und geben diesem dann einen aussagekräftigen Namen. Hier im Beispiel benennen wir die Datei mit dem Namen Einladung Freunde 40er Feier SB. Kontrollieren Sie nochmals, bevor Sie auch hier den Ausdruck starten, die einzelnen Briefe und nehmen Sie gegebenenfalls noch notwendige Änderungen vor. Den finalen Ausdruck starten können Sie über Datei Drucken. Dort stellen Sie gegebenenfalls Ihren Drucker ein. Begutachten Sie aber vor dem Ausdruck auf alle Fälle hier in der Seitenansicht nochmals Ihr Dokument. Übrigens, Sie können Ihr erstelltes Hauptdokument jederzeit öffnen und erneut Serienbriefe nach Ihren Wünschen, das heißt mit Ihren modifizierten Einstellungen, erstellen. Hier im Beispiel gehen wir einmal davon aus, dass der Empfänger Hans Dampf Ihnen vorab schon ein Kommen zur Geburtstagsfeier abgesagt hat. Wenn Sie diesen Empfänger nun vom Seriendruck ausschließen möchten, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie das Dialogfeld Seriendruckempfänger aufrufen und dort das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren. Oder alternativ dazu können Sie hier in unserem Fall auch beim Zusammenführen des Seriendrucks in ein Dokument bei der Datensatzauswahl bei von eine 2 und bei an eine 5 eintragen. Da der erste Datensatz der von Hans Dampf ist, wird dieser beim anschließenden Zusammenführen ausgeschlossen. Angezeigt werden in dem neuen Dokument lediglich die Datensätze 2 bis 5, wieder abgeteilt in einzelnen separaten Briefen auf insgesamt 4 Seiten verteilt. Pro Empfänger, also Datensatz, wird hierfür eine Seite verwendet. Sie sehen also, wie praktisch es ist, immer auf das Hauptdokument zugreifen zu können. Dadurch ist es Ihnen jederzeit möglich, dort dann andere Einstellungen vorzunehmen und anschließend wieder den Seriendruck in ein neues Dokument auszugeben.